Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, The Last Survivor. Und wir schauen uns mal in den Safe rein, den habe ich in der letzten Folge ja noch aufgeschlagen. Ja, ein Pistol Receiver. Okay, immerhin. Besser als gar nichts. So, das essen wir mal, dann ist es nämlich auch gleich weg. Das trinken wir mal. Und dann ist da auch noch ein Plätzchen frei. So, da sind noch einige Fernseher, die werden wir auch gleich noch zerlegen. Mechanical Parts ist das Zauberwort. Und dann gehen wir mal ins hintere Eck rein. Wir haben hier noch einiges zu looten. Bin mal gespannt, was wir hier noch finden werden. Wartet noch eine Menge Leder auf uns. Unter anderem Vitamine. Vitamine und Naschen. Ein Topf, den können wir dann scrappen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ein bisschen Gaga. Warum nicht? Gut, da waren wir drin, da brauchen wir nicht rein. So, dann gehen wir da mal nach oben. Da haben wir Leder. Leder und Holz, besser gesagt. Drüben ist noch mehr davon. Da sitzt noch einer auf dem Boden. Dem hat man nicht gesagt, dass hier ein Sofa ist. Scrappen wir erstmal. Die pfeifen wir uns rein. Das pfeifen wir uns auch gleich rein. Und dann geht's weiter. Die Abstellkammer. Oh, eine Orgaschematik. Ach, die hatte ich auch schon. Die hatte ich auch schon. Ja, sowas aber auch. Bin mal gespannt, was wir da noch stecken können eigentlich. Ach, Schmann. Die hatte ich ja schon rausgeworfen. So, noch mehr Leder. Gehen wir da rein. Dann machen wir erstmal den Waffensafe hier auf. Gucken wir, ob wir da drin was halbwegs Vernünftiges finden. Oh ja. Warte mal. So. Das Ganze mal assemblen. So. Das Fleisch hier lassen wir da. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt nicht brauchen? Das können wir jetzt nicht trinken, blöderweise. Auf die 5 Papier kommt es doch jetzt gerade mal nicht an. Ich will das bloß mal hier zusammenpacken. Weil ich gehe jetzt mal nach unten, leere mich mal schnell aus, dann komme ich wieder hoch. Und dann holen wir uns noch den Rest schnell. Bevor es dann nämlich Nacht wird.
Weil es gibt dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin rechtzeitig dort vorne an dem Shop, der da ist, und mich da, dass ich da dann aufs Dach hochgehe. Wow. Kann ich so viel stacken? Aber das kann ich assemblen hier. Ja. Läuft, würde ich sagen. Extremst. Das ist halt der Nachteil, in Anführungsstrichen, wenn man alleine spielt. Man hat jetzt dann wirklich die Möglichkeit, nochmal irgendwo, also dass man jetzt zwei Leute hätte oder mehrere, was dann schlussendlich das Looten betrifft. Das ist halt da nicht der Fall. So, jetzt hier noch schnell. Vor allem die Munitionskiste ist natürlich interessant. Duct Tape haben wir schon wieder ein Problem. Komm. So, mal schauen, was da drin ist. Pfeifen wir mal aufs Holz. So, das war's. Hola, Drio. Jetzt habe ich gesagt, pfeife mal aufs Holz. Und kann mir da natürlich keine Kiste bauen. Läuft. Naja gut, dann pfeifen wir dann eher höchstens auf die eine Feder oder scrappen das. Komm, wir scrappen Old Cash weg. Ich weiß, es bringt eigentlich dann ein bisschen was. Geld bringt es nicht viel, aber man kann dadurch ganz gut skillen beim Händler. Aber gut, da pfeife ich jetzt auch mal drauf. Ja komm, das nehmen wir dann auf dem Rückweg mit, das Auto. Weil hier will ich hin. Hier soll dann auch die Nacht über... Ich möchte auch hier die Nacht über verbringen. Ich höre doch hier schon was laufen. Sind die alle drin oder? Okay, bis die sich entschieden haben, wo sie sind und ob sie rauskommen oder nicht. Holen wir mal schnell ein klein wenig Holz. Sind die denn? Sag mir nicht, dass die oben sind. Schande. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das klären, und zwar schnell. Weiß man gar nicht, wie man als erstes nehmen soll. Gut, einer weniger. Zwei. Und drei. Wird schon übersichtlicher. Super.
Oh Gott. So, und dann noch den hier, den Kollegen. Und dann ist alles gut. So. Jetzt bauen wir uns eine Chest, die wir hier mal hinschmeißen. Das Holz will ich da lassen, weil da können wir uns dann auch gleich noch eine Kiste bauen. Eine Kiste. Da haben wir gleich noch Holz für ein Fireplace, wenn ich noch ein paar Steine habe. So, da oben können wir später looten. Die Zombies bleiben auch noch ein bisschen liegen. Also insofern. Aua. Ist da nämlich auch noch irgendwo einer rumgerannt. Zumindest dachte ich es. So, wir nehmen da einen Teil mit drauf, einfach, dass ich nur eine Übersicht habe, was denn überhaupt dabei ist. Und dass wir dann gleich stacken können. Und wenn wir schon dabei sind, dann looten wir gleich hier außenrum zumindest. Vielleicht läuft uns auch noch ein Steinchen über den Weg. Dann können wir ein Fireplace machen. Ach, guck an, da hinten ist er. Der Dicke. Dann haben wir den nämlich auch schon mal erledigt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es ein bisschen was zum Stacken dann. Hier sind ein paar Steine. Ja komm, den können wir gleich ganz zerschlagen. Hier das Stadion ist zum Beispiel auch neu, was da ist. Also es war in der letzten Alpha noch nicht da. An sich aber gar kein so schlechter Platz, wie ich finde, zum Bauen. Gut, hier drüben haben wir dann verseuchtes Biom. Das ist jetzt dann natürlich nicht ganz so der Brille. Ja, die Woodframes habe ich jetzt oben. Das habe ich mir fast gedacht. Aber gut, ich habe nämlich jetzt Folgendes vor. Ich werde jetzt mal hier, zack, mich da erstmal ausleeren. Dann looten wir hier oben. Woodframes. Hier hin. Holz, 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 Holz. Dann bauen wir uns nämlich noch schnell eine Hedge und bauen uns da einigermaßen zu. Na. Nur kein Mist bauen. Eine Hedge da oben drauf. Und dann sind wir da erstmal, was die Nacht betrifft, safe. Dann gehen wir noch schnell nach unten. Holen da noch etwas Holz. Und das werden wir auf jeden Fall brauchen.
Dann bauen wir nämlich hier erstmal wieder zu. Und dann bauen wir uns nämlich von oben nach unten rein. Oder umgekehrt, wie auch immer. Da muss der Türraum noch raus. So, und dann bauen wir uns da wieder hoch. Die 3000 sind dann auch gleich rausgeschlagen. Es gibt ziemlich Flux. Eine Leiter nach oben und dann ist gut. Und zur absoluten Sicherheit bauen wir da auch nochmal eine Hedge drauf. So, was werden wir da brauchen? 4 Leiterstücke. Und noch eine Hedge hinterher. Dann haben wir hier so ein kleines Safehouse. Allerdings ein Safehouse, wo hier der Müll stört. Dann looten wir jetzt erstmal die Zombies hier, bevor sie ganz egal weg sind. Wenn die dann auch gleich zerschlagen, dass da auch nichts mehr rumliegt. Sind wir hier oben nämlich einigermaßen safe, weil dann werde ich mir vielleicht hier dann nochmal bei Gelegenheit ein kleines Safe House bauen. Na, ein Schweinchen hat ein Problem. Ein kleines Safe House hier oben drauf bauen, wenn es mal nach Perishton geht oder so. Das wäre vielleicht eine Idee. Dann machen wir uns noch ein Campfire und jetzt habe ich blöderweise den Topf ja schon gescrapped, weil den hätten wir jetzt natürlich perfekt hier drauf schmeißen können, aber vielleicht finden wir noch einen, wer weiß. Das Campfire schmeißen wir mal hier drauf. So. Scrap. 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 Das kommt weg. Ja. Und das scrappen wir auch gleich. So, das brauchen wir jetzt auch nicht. Na, kommt noch ein Stoff. So. Dann gehen wir jetzt nach unten. Dann looten wir uns hier mal kurz fröhlich durch. Dann haben wir in der Nacht auch ein klein wenig was zu tun. Nicht die Welt, aber immerhin. Und wenn wir ein Holz haben, dann können wir das hier auch das Ganze ein bisschen safe machen noch für uns. So halbwegs. Ein bisschen Nitrate, auch schön. Also ein bisschen safe machen heißt hier die Fenster zu und so weiter und so fort. Das ist so der Plan. Gut, da war ich schon dran. Das ist locked. So, jetzt ist unlocked. So, legen wir mal den ganzen Spaß hier. Und dann machen wir noch den Safe auf. Wenn das erledigt ist, machen wir noch ein bisschen die Bude hier sicher. Also ich will hier keine Spikes oder sowas setzen, das habe ich jetzt nicht vor.
Was so oft werden wir hier sicherlich nicht sein. Aber es ist ein ganz gutes Nachtquartier, weil hier ist ja, können wir in der näheren Umgebung schon noch einiges machen. Wie gesagt, Perishton ist nicht allzu weit. Wir haben den Shotgun Messiah im Schnee. Da können wir mal gucken. Dort hinten irgendwo nämlich im Schnee ist auch noch. Nice. So etwas wie ein Händler normalerweise. Also wenn der hier immer gleich ist auf Naviscan, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn dem so ist, dann ist da ein Händler. So, die Nägel hier, die scrappen wir auch gleich. Holz. Wichtig, dass man das hier zu ist. Dann können die Herren und Damen Zombies nämlich von hier außen schon mal gar nichts machen. So. So, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Heißt so viel wie Vorhang weg, Fenster zu und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.